Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung zum Thema Anwendung des Gutachtenstils anhand eines Beispiels. Wir möchten euch hier ein interaktives Tutorial anbieten, sodass ihr auch immer wieder jetzt gleich von mir aufgefordert werdet, einmal Pause zu drücken und euch am besten selbst mal Gedanken zu machen, wie ihr jetzt dieses einzelne Tatbestandsmerkmal lösen und begründen würdet. Am besten schreibt ihr euch sogar von dem gleich folgenden Sachverhalt ein paar Inhalte raus oder macht vielleicht ein Foto und versucht einfach mal diesen Sachverhalt selbst zu lösen und dann werden wir es hier jetzt gemeinsam besprechen. Das heißt, es geht hier insbesondere um die Anwendung des Gutachtenstils und vor allem für Anfänger in dieser Materie, die das bisher noch nicht geübt haben. Ein Hinweis direkt zu Beginn dieser Vorlesung. Ich weiß, dass es in den einzelnen Vorlesungen bei den einzelnen Dozierenden unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Das hier ist also ausschließlich ein Formulierungsbeispiel. Ihr haltet euch bitte in erster Linie an das, was in der Vorlesung von uns vermittelt wird. Falls ihr euch das andere Tutorial schon angeschaut habt zu der Körperverletzung, dann kennt ihr das System schon. Wir fangen jetzt erst mit dem Sachverhalt an, den ich euch jetzt kurz vorstellen möchte. Also ich lese es einfach mal vor, damit ihr wisst, worum es heute gehen soll. Der O betreibt in der Innenstadt einen größeren Kiosk, der auch bis in die Abendstunden geöffnet hat. Eines Abends betritt Toni, das wird also unser Täter sein, den Kiosk, da er durstig ist und eine Cola trinken will. Ihm ist allerdings bewusst, dass er gar kein Geld dabei hat. Daher ergreift er eine Cola-Dose und begibt sich in die hintere Ecke des Ladens. Dieser Bereich ist von O nicht mehr einsehbar, der sich an der Kasse befindet. Toni schaut sich noch einmal um und versichert sich, dass er auch wirklich unbeobachtet ist. Daraufhin steckt er eine kleine Cola-Dose in die Innentasche seiner Jacke. Beim Verlassen des Ladens grüßt er den O noch und wünscht ihm einen schönen Abend. Als er um die Ecke geht, öffnet er die Cola und schlürft diese genüsslich aus. Also das wäre euer Sachverhalt. Und in einer Klausur könnte eure Aufgabe, die ihr dann zu lösen habt, wie folgt lauten. Also prüfen Sie gutachterlich das Verhalten von Toni T., also vom Täter, aus strafrechtlicher Sicht. So, nun würde ich euch bitten, kurz Pause zu drücken, lest euch den Sachverhalt nochmal durch und dann versucht vor dem Hintergrund der Aufgabe, die ihr jetzt gestellt bekommen habt, diesen Sachverhalt erneut zu lesen und markiert euch bitte jetzt einfach mal, was würdet ihr jetzt hier für den objektiven Tatbestand hier heranziehen, um diesen hier begründen zu können. Also das wäre auch so ein Tipp in der Klausur, dass ihr euch mit zwei Farben vielleicht für den objektiven und den subjektiven Tatbestand hier die wesentlichen Inhalte markiert. Und das ist jetzt eure Aufgabe. Bitte überlegt euch, was würdet ihr jetzt hier für die Begründung des objektiven Tatbestands heranziehen. Hier seht ihr nun, was wir für den objektiven Tatbestand unterstreichen würden. Also wenn ihr euch jetzt mal überlegt, in welche Richtung geht es hier, ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, es wird ein Diebstahl zu prüfen sein. Und dann sollte man im Kopf sich also schon mal die Tatbestandsmerkmale vorstellen, beziehungsweise schon mal aufschreiben. Das ist ja die Sache, beweglich, fremd und dann die Wegnahme. Und was benötigen wir aus dem Sachverhalt hierfür, um das begründen zu können, ist zum Beispiel der erste Satz, O betreibt in der Innenstadt einen größeren Kiosk. Daraus können wir später noch die Fremdheit der Sache ableiten. Dann ergreift der Täter eine Cola-Dose, er steckt eine kleine Cola-Dose in die Innentasche seiner Jacke beim Verlassen des Ladens, also ihr merkt, es geht in Richtung Wegnahme und später schlürft er diese aus. Das sind also die Dinge, die wir jetzt hier für den objektiven Tatbestand unterstrichen hätten. Hier seht ihr jetzt, was wir für den subjektiven Tatbestand unterstreichen würden. Also es ist rot markiert und ich lese einfach mal vor. Also als erstes diese Passage, dass er durstig ist und eine Cola trinken will. Ihm ist dabei bewusst, dass er gar kein Geld dabei hat. Also ihr merkt, es geht in Richtung Zueignungsabsicht und Vorsatz. Dann schaut er sich noch einmal um und versichert sich, dass er unbeobachtet ist. Er wünscht dem Opfer sogar noch einen schönen Abend und schlürft später genüsslich die Cola. Also all das sind ja Argumente, die wir später für den subjektiven Tatbestand hier auch verwenden können. Der Inhalt der Subsumptionstechnik, den kennt ihr ja mittlerweile schon. Also ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Als erstes muss man ja ansprechen, also man sollte die Voraussetzung nennen. Als zweites kommt dann die Definition. Nach der Definition, nachdem ich also weiß, auf was ich jetzt eingehen soll, kommt die Sachverhaltsanwendung, also die sogenannte Subsumption. Und ganz am Ende kommt dann das Ergebnis. Wir haben das mal in diesen vier Farben hier jetzt auch so entsprechend in der gesamten Vorlesung markiert, sodass ihr immer da, wo es möglich ist, wird nicht immer möglich sein, aber da, wo es möglich ist, dass ihr seht, wo ist jetzt der Ansprechsatz, was ist die Definition, was kann man als Subsumption hier anerkennen und was ist das Endergebnis. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, hierzu haben wir auch ein eigenes Video. So, nun kommt der erste Part, den ihr lösen sollt. Also überlegt euch bitte jetzt, macht kurz Pause und überlegt euch, welchen Obersatz ihr hier bilden würdet.
Wir haben mal eine Formulierung vorgenommen. Also Toni könnte sich eines Diebstahls gemäß § 242 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er die Cola-Dose in die Jackentasche steckt und zu einem späteren Zeitpunkt austrinkt. Weil es häufig in den Klausuren falsch gemacht wird und es hier aber schon die ersten Punkte gibt, die man relativ leicht auch sich sichern kann, möchte ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, wie ein Obersatz zu bilden ist. Wir haben es jetzt mal hier schematisch aufgezeichnet und das Wichtige rot markiert. Also ganz wichtig, ein Obersatz ist stets im Konjunktiv zu bilden. Dann gehört in einen Obersatz zwingend die jeweilige Bezeichnung des Delikts. Und jetzt kommen wir zu dem Part, der sehr häufig falsch gemacht wird, genau die Bezeichnung des Paragraphens mit Absatz und wenn es erforderlich ist, auch noch mit der Nummer. Im 242 Absatz 1 gibt es ja keine Nummern, deswegen reicht hier der Absatz 1 aus. Aber wenn es, wie zum Beispiel bei der gefährlichen Körperverletzung, noch einzelne Nummern gibt, gehören auch die dazu. Dann habt ihr zwingend die Formulierung strafbar gemacht zu verwenden, also nicht schuldig gemacht oder es könnte ein Diebstahl vorliegen oder sowas. Nein, der Toni könnte sich strafbar gemacht haben. Und als letztes sollte man dann noch ganz kurz erläutern, eine Kurzzusammenfassung hier anbringen, was hat der Täter denn getan, weshalb er sich eines solchen Diebstahls hier strafbar gemacht haben könnte. Und man sollte hier eben auf die konkrete Nennung von Tatbestandsmerkmalen verzichten. Also man sollte beispielsweise hier nicht schreiben, indem er eine fremde bewegliche Sache weggenommen hat, weil das die Tatbestandsmerkmale wären und die gilt es ja jetzt im Folgenden erst noch zu prüfen. Nochmal kurz zur Erinnerung, was ist überhaupt eine Straftat? Und zwar eine Straftat ist ja bekanntlich eine tatbestandsmäßige, rechtswidrige und schuldhafte Handlung oder Unterlassung. Und diese drei Oberpunkte müssen im Gutachten auch auftauchen. Das heißt also, wenn ihr euer Gutachten gliedert, dann erwarten wir von euch mindestens diese Oberpunkte. Also ihr gliedert auf jeden Fall in römisch 1 Tatbestand, dann kommt erstens der objektive Tatbestand und dann zweitens der subjektive Tatbestand. Anschließend folgen mit römisch 2 die Rechtswidrigkeit und römisch 3 die Schuld. Das wollen wir also von jedem von euch in der Klausur sehen, dass ihr also römisch 1 Tatbestand, römisch 2 Rechtswidrigkeit, römisch 3 Schuld hinschreibt und den Tatbestand wiederum mit arabischen Ziffern in objektiven und subjektiven Tatbestand gliedert. Falls es etwas zu Strafanträgen oder sowas zu sagen gilt, also falls es sich um ein Strafantragsdelikt beispielsweise handelt, dann müsst ihr unter römisch 4 auch noch einen Punkt aufmachen, den ihr dann entsprechend auch überschreibt. Aber das ist also wichtig, es gibt auch immer Punkte auf die Gliederung und das sollte unbedingt mit einfließen. So, ihr habt also jetzt alle den Obersatz gebildet, ihr habt römisch 1 Tatbestand hingeschrieben und jetzt kommt erstens der objektive Tatbestand. Und jetzt überlegt euch bitte, womit beginnt der objektive Tatbestand beim Diebstahl, schreibt es kurz hin, löst das erste Tatbestandsmerkmal und jetzt drückt bitte Pause und nachdem ihr Pause gedrückt habt, werden wir euch die Lösung hier präsentieren. Also wir haben mal einen Formulierungsvorschlag hier aufgeschrieben, also ich lese mal vor. Ihr seht auch hier schon wieder, schwarz ist der Ansprechsatz, rot immer die Definition, blau die Subsumption und grün das Ergebnis. Also man könnte schreiben, § 242.1 StGB fordert als Tatobjekt eine fremde bewegliche Sache. Das ist erstmal so der einleitende Satz und jetzt kommt der Ansprechsatz für das erste Tatbestandsmerkmal, nämlich die Sache. Zunächst müsste demnach eine Sache vorliegen. Jetzt kommt die Definition. Eine Sache ist jeder räumlich abgrenzbare körperliche Gegenstand ohne Rücksicht auf den Aggregatzustand und den wirtschaftlichen Wert. Und jetzt kommt die Subsumption, also die Anwendung dieser Definition auf den Sachverhalt. Wir haben mal geschrieben, im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Cola-Dose, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die Dose kann angefasst werden und ist somit ein fester körperlicher Gegenstand. Ihr merkt, es ist relativ unproblematisch. Niemand wird ernsthaft bezweifeln wollen, dass eine Cola-Dose eine Sache ist. Und deswegen kommt hier auch schon das Endergebnis. Damit liegt eine Sache vor. Ja, nachdem die Sache nun begründet wurde, kann man sich hier aussuchen, ob man mit fremd oder beweglich weitermacht. Wir haben jetzt einfach mal den Weg gewählt, dass wir mit beweglich weitermachen. Also deswegen meine Bitte, prüft nun das Tatbestandsmerkmal beweglich, damit ihr auch mit dem Video hier fortfahren könnt. Also drückt nun Pause und löst das Merkmal beweglich. Ja, hier unsere Lösung oder unser Lösungsanhalt, also der Ansprechsatz, die Sache müsste zudem auch beweglich sein, die Definition, ich lese jetzt nicht mehr im Einzelnen vor, die müsst ihr sowieso auswendig lernen, nun die Subsumption. Man könnte also schreiben, laut Sachverhalt steckt Toni eine Cola-Dose in seine Jackentasche. Er kann sie demnach problemlos greifen und mitnehmen. Jetzt kommt nochmal so eine allgemeine Subsumption auf die Cola-Dose, denn Getränkedosen sind zudem gerade dafür
hergestellt, Flüssigkeiten in geringen Mengen problemlos zu transportieren. Und nun das Endergebnis, damit ist die Cola-Dose auch beweglich. Wir kommen nun zum letzten Merkmal des Tatobjekts, also die Fremdheit. Und die bitte ich euch jetzt kurz zu lösen. Drückt bitte Pause. Also, hier nochmal ein kurzer Hinweis bei dem Einleitungssatz. Da die Fremdheit ja stets eine Frage der Perspektive ist, muss man auch deutlich machen, für wen die Sache fremd sein muss, nämlich immer stets für den oder die Täter. Also deswegen haben wir im Obersatz auch geschrieben, zuletzt müsste die Dose für Toni auch fremd sein, denn klar, für das Opfer ist sie ja eben nicht fremd. Dann kommt die Definition, denkt bitte nochmal dran, nicht im Alleineigentum des Täters stehen und nicht herrenlos sein. Und jetzt kommt die Subsumption, wie sieht das hier in unserem Sachverhalt aus? Laut Sachverhalt betreibt O einen Kiosk, in dem er verschiedene Waren zum Verkauf anbietet. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass O auch Eigentümer aller dieser Waren ist. Diese befinden sich im Verkaufsraum und sind somit auch nicht herrenlos, da O sein Eigentum daran nicht aufgegeben hat. Ihr merkt also, wir haben sowohl begründet, warum die Sache nicht im Alleineigentum des Täters steht, nämlich da sie im Eigentum des Opfers steht, und auch noch den zweiten Part, warum ist die Sache nicht herrenlos. Jetzt kommt das Endergebnis, damit ist die Cola-Dose für Toni fremd. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, was jetzt passiert ist, wir haben also das komplette Tatobjekt geprüft, Sache beweglich fremd, und deswegen sollte an der Stelle noch so ein kurzes Zwischenfazit kommen. Insgesamt handelt es sich bei der Cola-Dose um ein taugliches Tatobjekt im Sinne des Paragraphen 242.1 StGB. Wir kommen nun zu dem Teil des Diebstahls, wo die meisten in der Regel gerade am Anfang des Studiums Probleme haben, nämlich die Tathandlung. Ihr habt es schon geahnt, die Wegnahme, und ich bitte euch, dass ihr jetzt mal anfangt, die Wegnahme zu schreiben. Beginnt erstmal mit einer kurzen Einleitung, macht also Pause und dann werden wir die Lösung hier gemeinsam besprechen. Also wie immer beginnt man am besten mit einem Einleitungssatz, mit einem Ansprechsatz. Als nächstes müsste auch die Tathandlung des Diebstahls, nämlich die Wegnahme, vorliegen. Jetzt kommt diese, wenn ihr es so wollt, Oberdefinition. Also Wegnahme ist der Bruch fremden und die Begründung neuen, nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams. Es empfiehlt sich an der Stelle auch schon auf diesen Dreischritt hinzuweisen. Also die Prüfung erfolgt ja in einem Dreischritt, nämlich erstens die Gewahrsamssituation vor der Tat, zweitens der Bruch fremden Gewahrsams und drittens die Begründung neuen Gewahrsams. Deswegen beginnen wir jetzt auch mit dem ersten Schritt. Ich bitte euch also jetzt wieder Pause zu drücken und zunächst einmal jetzt die Gewahrsamssituation vor der Tat hier zu prüfen. Wir haben es jetzt mal so aufgebaut, also dass wir anfangen. Zunächst ist demnach die Gewahrsamssituation vor der Tat zu beleuchten, also kurzer Ansprechsatz. Dann kommt hier die Definition. Gewahrsam ist das von einem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Herrschaftsverhältnis über eine Sache. Die Reichweite bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung bzw. den Anschauungen des täglichen Lebens. Ihr merkt also, der Gewahrsam besteht aus zwei Teilen, einmal Herrschaftswille und einmal Herrschaftsmöglichkeit. Und ich empfehle euch ganz deutlich, beide Teile voneinander getrennt zu prüfen. Also wir beginnen jetzt hier mal mit dem Herrschaftswillen. Ich möchte euch also bitten, falls ihr es eben noch nicht geschrieben habt, jetzt nochmal Pause zu drücken und die komplette Lösung des Herrschaftswillen hier zu formulieren. Wir haben es auch wieder im Vierschritt aufgebaut. Ihr seht es, also ein Ansprechsatz. Somit ist zu prüfen, ob Herrschaftswille des O vorgelegen hat. Jetzt kommt die Definition. Herrschaftswille ist der Wille, Sachherrschaft auszuüben. Und jetzt kommt die Subsumption. Und die muss man hier, denke ich, schon etwas ausführlicher darstellen. Ich lese es erstmal vor. Laut Sachverhalt betreibt O einen Kiosk, in dem er Gegenstände zum Verkauf anbietet. Es ist davon auszugehen, dass er sich somit durch diese Tätigkeit den Lebensunterhalt verdienen möchte und auf die Ware angewiesen ist. Ihr merkt also, wir müssen ja begründen, warum hat denn der O hier einen Willen, die Cola-Dose auch zu behalten? Insofern hat er auf alle Verkaufsgüter, die sich in seinem Kiosk und damit in seinem räumlichen Bereich befinden, einen sogenannten generellen Herrschaftswillen. Hierbei ist es irrelevant, ob er die exakte Anzahl der einzelnen Waren kennt.
Ihr merkt, wir begründen hier also schon generellen Gewahrsam. Das ist an der Stelle auch aus meiner Sicht zwingend erforderlich. Denn man muss sich ja den Kiosk so vorstellen. Ich habe ja in dem Sachverhalt geschrieben, es ist ein größerer Kiosk. Das heißt, es befinden sich eine Vielzahl von Waren in diesem Kiosk. Und unser Opfer, also unser O, der weiß ja vielleicht nicht im Einzelnen, hat er jetzt da noch 10 Cola-Dosen, hat er 2 Cola-Dosen, hat er überhaupt noch Cola-Dosen. Es ist aber auch irrelevant, weil sich diese Dosen in seiner Herrschaft Sphäre hier befinden, ja? Also alles, was in diesem Laden ist, unabhängig davon, ob das Opfer weiß, dass sich diese Dinge dort befinden, darauf bezieht sich sein genereller Herrschaftswille, weil alles, was sich darin befindet, möchte er verkaufen oder nutzt es zumindest für den Verkauf. Und deswegen sollte man hier auch schon diesen generellen Herrschaftswillen an dieser Stelle begründen. Jetzt kommt noch ein Endergebnis, somit hat O Herrschaftswillen auch hinsichtlich der Cola-Dose. So, die erste Hälfte des Gewahrsams ist nun begründet, aber da es ja aus zwei Komponenten besteht, die kumulativ, also gleichzeitig vorliegen müssen, Herrschaftswille und Herrschaftsmöglichkeit, müssen wir nun die Herrschaftsmöglichkeit noch prüfen. Drückt also bitte Pause und schreibt eure Lösung zur Herrschaftsmöglichkeit nun auf. Also auch hier haben wir wieder den Vierschritt angewendet. Zusätzlich muss aber auch Herrschaftsmöglichkeit hinsichtlich der Cola-Dose bestanden haben. Dann kommt die Definition, die ich jetzt nicht mehr vorlese. Und jetzt kommt die Subsumption. Laut Sachverhalt befindet sich O zum Zeitpunkt der Tat in seinem Kiosk und steht an der Kasse. Er hat somit jederzeit die Möglichkeit, auf alle Gegenstände innerhalb seines Ladens ohne einen nennenswerten Zeitaufwand zuzugreifen. Die Gegenstände befinden sich in seiner generellen Gewahrsamssphäre, über die er verfügen kann. Somit hat O auch Herrschaftsmöglichkeit hinsichtlich der Cola-Dose. Ihr merkt also jetzt, wie eben beim Tatobjekt, wo wir gesagt haben, jetzt sind alle Merkmale vorliegend, da haben wir jetzt hier das gleiche auch, kommt jetzt quasi ein Endergebnis. Insgesamt besteht somit genereller Gewahrsam des O. Ich möchte an der Stelle kurz nochmal darauf hinweisen, bitte verwechselt den generellen Gewahrsam nicht mit dem gelockerten Gewahrsam. Bei dem gelockerten Gewahrsam geht es darum, dass der Täter eine räumliche Distanz zu den Dingen hat. Also zum Beispiel das Fahrzeug, was in der Tiefgarage steht und derjenige ist nicht anwesend. Das ist gelockerter Gewahrsam. In unserem Fall hier ist ja das Opfer aber anwesend. Es ist direkt im Laden, sodass hier kein gelockerter Gewahrsam vorliegt, sondern das ist eine typische Form des generellen Gewahrsams. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, schaut euch bitte unser Video an zum Diebstahl, da wird das nochmal erläutert. Und in den Timestamps, die ihr unterhalb dieses Videos findet, könnt ihr auch dann direkt zu der entsprechenden Passage zum generellen und gelockerten Gewahrsam springen. Jetzt ist der erste Schritt der Wegnahme also geprüft. Wir haben die Gewahrsamssituation vor der Tat beleuchtet. Als nächstes kommt was? Könnt ihr euch jetzt mal überlegen, drückt Pause und löst bitte den nächsten Schritt. Im Rahmen der Wegnahme ist als nächstes der Bruch fremden Gewahrsams zu begründen. Also es kommt wieder ein Obersatz, als nächstes müsste dieser Gewahrsam durch den Täter gebrochen worden sein. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, es ist der Gewahrsam, nicht das Gewahrsam. Also das Gewahrsam ist die Zelle im Keller bei der Polizei und der Gewahrsam ist der, den wir hier prüfen. Also bitte gewöhnt euch an, dass es ein maskulines Wort ist. Jetzt kommt die Definition, also ein Bruch fremden Gewahrsams liegt vor, wenn bestehender fremder Gewahrsam ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers durch den Täter aufgehoben wird. Auch hier nochmal ein Hinweis. Wenn ihr euch die Definition durchliest, dann seht ihr, diese Definition hat zwei Merkmale. Auch das wird oft in Prüfungen vergessen. Als allererstes muss der entgegenstehende Wille geprüft werden, aber dann muss man als zweiten Punkt auch noch subsumieren, dass der Täter die fremde Verfügungsgewalt auch aufgehoben hat. Also beides muss nun in die Subsumption rein und ihr seht, die ist deswegen auch hier etwas länger. Also, laut Sachverhalt betreibt O einen Kiosk. Vermutlich bestreitet er durch den Verkauf der Ware seinen Lebensunterhalt. Das ist ja dem Sachverhalt ja nicht direkt zu entnehmen, aber es ist zumindest eine lebensnahe Sachverhaltsinterpretation, die an dieser Stelle aus meiner Sicht auch zulässig ist. Insofern hat er keinerlei Interesse daran, dass Waren ohne Zahlung mitgenommen werden. Vielmehr ist er auf den Abschluss von Kaufverträgen aus, weshalb vorliegend ein entgegenstehender Wille vorliegt. Also ihr merkt, die erste Hälfte der Definition ist auf den Sachverhalt jetzt angewendet worden. Nun geht's weiter. Toni steckt die Dose in die Innentasche seiner Jacke. Er bringt die Beute damit in seine höchstpersönliche Sphäre und hebt die Verfügungsgewalt von O bereits im Kiosk auf, obwohl er sich noch in dessen Gewahrsamssphäre befindet.
Das, was hier ja, geschehen ist, ist eine sogenannte Gewahrsamsenklave. Das haben wir auch in der Vorlesung besprochen. Das heißt, die Tat ist eigentlich schon formal vollendet, sobald der Täter sich Dinge in seine ja, kleinere Gegenstände einsteckt. Dann ist die Tat schon formal vollendet, obwohl derjenige sich noch in der Verfügungssphäre des Opfers hier befindet. Also wir haben es nochmal hier hingeschrieben, das Einstecken kleinerer Gegenstände begründet laut BGH demzufolge bereits den Bruch fremden Gewahrsams. Das Verlassen des Ladens wäre somit noch nicht einmal nötig gewesen. In unserem Sachverhalt ist es ja sogar unproblematisch, selbst wenn man das mit der Gewahrsamssphäre nicht erkennt, was natürlich Punktabzug gäbe, so würde man ja erkennen, dass spätestens dann, wenn derjenige den Laden verlassen hat und das Opfer nicht einmal weiß, dass die Tat begangen wurde und auch gar nicht weiß, wo sich der Täter nun befindet, dass natürlich spätestens dann fremder Gewahrsam gebrochen worden wäre. Aber wir haben diesen Zeitpunkt hier schon viel früher, nämlich in dem Moment, wo er die Cola-Dose einsteckt und in dem Moment eine Gewahrsamsenklave hier bildet. Jetzt kommt der Abschlusssatz, somit hat Toni fremden Gewahrsam gebrochen. Um den Dreischritt nun abzuschließen und damit die Wegnahme zu beenden, fehlt noch ein letztes Merkmal. Bitte drückt Pause und schreibt dieses Merkmal nun hin und löst es. Der letzte Punkt ist nämlich die Begründung neuen Gewahrsams. Also ein Obersatz, zuletzt muss Toni neuen Gewahrsam begründet haben. Ich spare mir kurz das Vorlesen der Definition, sondern springe direkt in die Subsumption. Und ihr merkt hier, dass man mit dieser Gewahrsamsenklave natürlich auch zugleich die Begründung neuen Gewahrsams hier darstellen kann. Also durch die zuvor beschriebene Gewahrsamsenklave befindet sich die Cola-Dose ab dem Einstecken in der persönlichen Lebenssphäre von Toni. O müsste demnach in die Tasche greifen, um diese Dose wieder zurückzuerlangen. Toni kann somit frei darüber verfügen. Vorliegend verlässt er zudem sogar ohne Kenntnis des O den Kiosk und trinkt die Dose aus. Dies unterstreicht nochmals die Begründung neuen Gewahrsams, auch wenn dies bereits im Laden geschehen ist. Ihr merkt also, diese Lösung macht deutlich, ihr habt verstanden, das Ganze ist schon mit Begründung einer Gewahrsamsenklave hier vollendet worden, aber natürlich wird es auch nochmal besonders deutlich durch das Verlassen des Ladens. Somit hat Toni neuen Gewahrsam begründet. Und wenn ihr überlegt, was jetzt passiert ist, Schritt 1, 2 und 3, alle drei Schritte sind hier erfüllt. Deswegen schreiben wir noch ein Zwischenendergebnis. Die Tathandlung der Wegnahme liegt damit vor. Und jetzt sind ja alle objektiven Tatbestandsmerkmale ebenfalls erfüllt. Und deswegen sollte jetzt noch ein letzter Satz kommen. Der objektive Tatbestand ist erfüllt. So, nun schreibt bitte jeder von euch zweitens subjektiver Tatbestand hin. Also nochmal, wir wollen diese Gliederung von euch in der Klausur auch sehen. Bitte macht einen kurzen Absatz, damit man sieht, jetzt beginnt etwas Neues. Generell ist es eh besser, wenn man zwischen jedem Tatbestandsmerkmal auch einen Absatz macht, damit die Aufgabe, die Arbeit einfach gut strukturiert ist. Überlegt euch jetzt, womit beginnt beim Diebstahl der subjektive Tatbestand und beginnt mal mit einer kleinen Einleitung und einer Definition. Also, aus meiner Sicht bietet es sich an, mit der Zueignungsabsicht zu beginnen, weil danach ja noch ein Merkmal kommt, was auch noch auf die Zueignungsabsicht hier bezogen werden muss und darauf wiederum der Vorsatz. Deswegen beginne ich grundsätzlich mit der Zueignungsabsicht. Solltet ihr es anders vermittelt haben, auch kein Problem, dann macht es so, wie eure Dozentin, euer Dozent euch das vermittelt hat. Also, wir beginnen jetzt hier in dieser Lösung mal mit der Zueignungsabsicht, schreiben einen kurzen Einleitungssatz. 242.1 StGB fordert im subjektiven Tatbestand zunächst die Zueignungsabsicht. Jetzt kommt so etwas wie eine Definition. Das wird ja danach nochmal näher definiert. Also kurz mal noch hinschreiben. Die Zueignungsabsicht setzt sich zusammen aus der Aneignungsabsicht und dem Enteignungswillen. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Mit welchem Punkt ihr davon anfangt, das ist wiederum irrelevant. Also ob ihr mit der Aneignungsabsicht oder mit dem Enteignungswillen anfangt, das ist egal. Ihr solltet es klausurtaktisch wählen. Wenn ihr zum Beispiel erkennt, beispielsweise, dass der Enteignungswille nicht vorliegt, dann fangt ihr natürlich mit dem an und lehnt an der Stelle dann den Diebstahl ab. Das würde ja keinen Sinn machen, mit der Aneignungsabsicht anzufangen und dann den Enteignungswillen zu schreiben, weil ihr dann, wenn ihr es so wollt, etwas Unnötiges hier schreibt. Also hier in dem Fall werden wir sehen, es liegt ja beides vor, also ist es auch irrelevant, womit man anfängt. Wir fangen jetzt als nächstes mal mit der Aneignungsabsicht an. Demnach bitte ich euch jetzt nochmal Pause zu drücken und schreibt jetzt mal eure Lösung zur Aneignungsabsicht nieder. Also wir beginnen wie immer mit einem Ansprechsatz. Zunächst wird die Aneignungsabsicht geprüft.
Aneignungsabsicht liegt vor, wenn es dem Täter mit Dolusdelikt des ersten Grades darauf ankommt, die Sache oder den in ihr verkörperten Wert zumindest vorübergehend in sein Vermögen oder das eines Dritten einzuverleiben. Hier nochmal ein Hinweis, bitte vergesst diese Passage zumindest vorübergehend nicht. Das ist sehr wichtig, Leute. Zum Beispiel beim unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs, den wir auch noch besprechen, liegt eine Aneignungsabsicht vor, auch wenn der Täter nur, ich sag mal, 10 Minuten eine Spritze damit machen will. Also bei der Aneignungsabsicht genügt es, wenn es nur vorübergehend ist. Jetzt kommt die Subsumption. Und hier ist es wichtig, dass ihr auch den Dolus Delictus ersten Grades herausarbeitet. Auch das ist ein typischer Fehler in Klausuren, dass der DD1 nicht mit den typischen Formulierungen hinterlegt wird. Also, laut Sachverhalt ist Toni durstig und will daher eine Cola trinken. Somit begibt er sich zielgerichtet in den Kiosk, um das erstrebte Gut an sich zu nehmen. Ihr merkt, zielgerichtet, das geht schon in Richtung DD1. Es kommt ihm bei der Wegnahme gerade darauf an, die Sache selbst, also die Cola-Dose im Anschluss auszutrinken und sie sich somit im wahrsten Sinn des Wortes einzuverleiben. Wenn ihr diese Theorien noch gelernt habt, Substanz- und Sachwerttheorie, so wäre das hier dann die Substanztheorie. Tonis beabsichtigtes Ziel ist demnach der bestimmungsgemäße Gebrauch der Dose und deren Inhalt durch Verzehr der Cola. Ihr müsst also hier herausarbeiten, warum will er sich die einverleiben? Was ist sein Ziel? Und hier geht es ihm doch laut Sachverhalt eindeutig darum, dass er sie trinken will, also genießen, bestimmungsgemäß hier gebrauchen. Jetzt kommt der Abschlusssatz, somit hat Toni mit Aneignungsabsicht gehandelt. Als zweiten Part der Zueignungsabsicht ist nun der Enteignungswille zu prüfen und ich bitte euch nun, Pause zu drücken und den Enteignungswillen mal niederzuschreiben. Ja, es kommt wieder ein Ansprechsatz. Des Weiteren muss auch Enteignungswille vorliegen. Die Definition Enteignungswille liegt vor, wenn der Täter mit Dolus Eventualis zumindest billigend in Kauf nimmt, den Berechtigten durch Entziehung der Sache oder des Sachwertes dauerhaft aus seiner wirtschaftlichen Position zu verdrängen. Ihr merkt jetzt hier, im Gegensatz zur Aneignungsabsicht, wo ja das Vorübergehende ausreicht, muss es hier dauerhaft sein. Jetzt kommt die Subsumption. Wie bereits erwähnt, will Toni die Cola-Dose austrinken, was er laut Sachverhalt sogar in die Tat umsetzt. Nach dem Verzehr der Cola-Dose ist diese für O nicht mehr absetzbar, da der Inhalt verbraucht wurde. Ist ja eigentlich total logisch, aber bei solchen Sachverhalten tun sich die Studierenden erfahrungsgemäß immer total schwer, das zu begründen. Diesen Verlust der Sache und ihres wirtschaftlichen Wertes nimmt Toni durch seine Handlung billigend in Kauf. Ein Rückführungswille ist zu keinem Zeitpunkt erkennbar und selbstverständlich, das ist so logisch, dass es vielen von euch eben schwerfällt, das auch so hinzuschreiben und nach dem Verzehr auch überhaupt nicht mehr realisierbar. Wie will er denn die Cola-Dose zurückgeben oder den Inhalt? Das ist einfach nicht mehr möglich. Der mangelnde Rückführungswille wird durch das Betreten des Kiosks mit einem konkreten Tatplan nochmals deutlich. Der Toni weiß ja zu Beginn schon, dass er sie austrinken will und auch niemals zurückbringen möchte. Jetzt kommt ein Abschlusssatz hier an dieser Stelle. Somit hat Toni ebenfalls mit Enteignungswille gehandelt. Ihr merkt, unten ist noch ein bisschen Platz. Ihr habt es vielleicht gemerkt, auch hier sollte man jetzt natürlich ein Zwischenergebnis schreiben, denn Aneignungsabsicht liegt vor, Enteignungswille liegt vor und damit ist auch die Zueignungsabsicht hier an dieser Stelle zu begründen. So, überlegt euch bitte, was jetzt noch fehlt im subjektiven Tatbestand nach der Zueignungsabsicht, drückt kurz Pause und schreibt dieses Merkmal nieder. Es fehlt nämlich noch die objektive Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung. Also ein Obersatz, als nächstes muss die erstrebte Zueignung auch objektiv rechtswidrig gewesen sein. Hier bitte nochmal der Hinweis, es ist die erstrebte Zueignung. Beim Diebstahl kommt es nicht darauf an, ob sich der Täter es auch wirklich zugeeignet hat. Es reicht die Absicht, es sich zuzueignen. Also entweder schreibt ihr, die Zueignungsabsicht muss auch objektiv rechtswidrig gewesen sein oder die erstrebte Zueignung. Aber nur Zueignung wird nicht reichen und es gibt Punktabzug. Jetzt die Definition, die objektive Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung liegt vor, wenn der Täter keinen fälligen und einredefreien Rechtsanspruch auf die Sache hat. Jetzt kommt die Definition, die Subsumption, vorliegend verschwindet Toni mit der Cola-Dose, ohne diese zuvor an der Kasse zu bezahlen und ohne das Wissen des Opfers. Somit wurde kein Kaufvertrag zwischen beiden geschlossen, ein bestehender, durchsetzbarer Rechtsanspruch ist daher nicht zu erkennen. Somit, jetzt kommt das Endergebnis, war die erstrebte Zueignung auch objektiv rechtswidrig. Jetzt haben wir zwei Merkmale des subjektiven Tatbestands hier begründet. Ein letztes fehlt noch. Bitte drückt kurz Pause und fangt mal an mit einer Einleitung.
Ja, an dieser Stelle fehlt nämlich noch der allgemeine Diebstahlsvorsatz. Also ein ganz kurzer Einleitungssatz. Zuletzt ist im subjektiven Tatbestand noch Diebstahlsvorsatz zu prüfen. Bitte denkt daran, dass in einen Vorsatz auch § 15 gehört. Aus § 15 ergibt sich nämlich überhaupt, dass es sich beim Diebstahl gemäß 242.1 StGB um ein Vorsatzdelikt handelt. Wenn ihr den 15 StGB nochmal aufschlagt, dann seht ihr nämlich, da steht ja drin, dass grundsätzlich nur vorsätzliches Handeln strafbar ist. Es sei denn, fahrlässiges Handeln wird ausdrücklich unter Strafe gestellt. Und aus diesem Umkehrschluss erkennt man, wenn nichts im Gesetz drinsteht, muss es ein Vorsatzdelikt sein, weil 15 ja sagt, wenn fahrlässiges Handeln strafbar sein muss, dann muss der Gesetzgeber es auch explizit reinschreiben. Nun kommt die Definition des Vorsatzes. Vorsatz ist der Wille zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis aller objektiven Tatumstände. Und was auch zu jeder Vorsatzlesung gehört, ist kurz zu schreiben, was ist denn die Mindestvoraussetzung, nämlich hier in 242 genügt zur Tatbestandsverwirklichung der Dolus Eventualis. So, wenn ihr euch jetzt überlegt, was ihr jetzt als erstes machen müsst. Ich gebe euch einen Tipp. Aus meiner Sicht laufen die Vorsatzprüfungen meistens am strukturiertesten ab, wenn man die kognitive Komponente, also die Wissenskomponente, und die voluntative Komponente, die Willenskomponente, wenn man die beiden komplett getrennt hier bearbeitet. Das heißt, ihr bezieht erst Wissen auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale und dann den Willen auf alle Tatbestandsmerkmale. Und wir beginnen jetzt mal mit der kognitiven Komponente, also dem Wissenselement. Und ich würde euch bitten, jetzt kurz Pause zu drücken und das Wissenselement mal niederzuschreiben. Ja, wir beginnen mal hier mit einem Einleitungssatz. Zunächst wird die kognitive Komponente, also das Wissen, begründet. Hier gibt es keine Definition, deswegen ist hier auch nichts rot markiert. Jetzt kommt die Subsumption. Und ihr seht, die ist etwas ausführlicher. Deswegen auch hier nochmal mein Tipp. Nehmt euch Zeit beim Vorsatz. Der Vorsatz gibt meistens sehr viele Punkte im Gutachten und deswegen lohnt es sich da wirklich auch Zeit zu investieren. Und ich würde euch einfach vorschlagen, zu jedem objektiven Tatbestandsmerkmal einen Satz zu schreiben. Dann seid ihr meistens auf der sicheren Seite. Wir haben es mal so hier formuliert. Laut Sachverhalt begibt sich Toni in den Kiosk, um dort eine Cola-Dose mitzunehmen und auszutrinken, da er durstig ist. Er weiß somit, dass es sich bei der Dose um einen körperlichen Gegenstand handelt, den er problemlos transportieren kann. Also wir haben Wissen auf Sache hier begründet. Aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung ist ihm zudem bekannt, dass angebotene Waren in einem Supermarkt dem Inhaber gehören und somit für ihn fremd sind. Das heißt, wir haben jetzt also Sache, wir haben oben drüber noch beweglich, jetzt haben wir fremd begründet. Jetzt gehen wir in Richtung der Wegnahme. Toni unterstreicht diese Kenntnis noch einmal durch sein konspiratives Vorgehen. Durch das Umschauen und Sicherstellen, dass er unbeobachtet ist, zeigt er auch sein Wissen, dass er fremden Gewahrsam brechen und neuen begründen wird. Na, jetzt ist die Wegnahme also begründet und jetzt noch ein Merkmal, bitte, das wird auch sehr häufig vergessen, auch auf die objektive Rechtswidrigkeit der Zueignungsabsicht muss der Vorsatz bezogen werden. Also dieses geheime Vorgehen ist zudem ein Beleg dafür, dass Toni Kenntnis von einem fehlenden Rechtsanspruch an der Cola-Dose hat. Jetzt haben wir das Wissen auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale begründet. Somit liegt die kognitive Komponente hier vor. Wir springen in die voluntative Komponente und hier geht es ja jetzt darum, dass ihr ganz intensiv die Motivlage des Täters herausarbeitet. Also drückt kurz Pause und schreibt mal die voluntative Komponente hier nieder. Also wir haben es mal so gemacht, wir haben hier einen Ansprechsatz, des Weiteren muss auch die voluntative Komponente, also der Wille, hier zu begründen sein. Toni betritt zielgerichtet mit klarem Tatplan den Kiosk, um eine Cola-Dose mitzunehmen, da er Durst hat. Hier merkt ihr schon, auf welche Vorsatzform wir hinausgehen. Das ist natürlich DD1 und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr schon hier bei eurer Begründung auch diese wesentlichen, ich sage immer, die Zauberworte einbaut. Also bei DD1 ist das ja beim Willen, beispielsweise zielgerichteter Erfolgswille oder es kam dem Täter gerade darauf an oder Absicht. Also diese Wörter müsst ihr schon in eure Begründung mit einbauen, damit man nachvollziehen kann, warum ihr zu DD1 kommt. Also es kommt ihm somit gerade darauf an, dass es sich bei der Dose um eine fremde, bewegliche Sache handelt. Ihr merkt, die ersten Tatbestandsmerkmale sind abgearbeitet. Er begibt sich absichtlich mit der Dose in eine abgelegene Ecke des Kiosks und versichert sich dort noch einmal, dass er von O nicht beobachtet wird. Insofern kam es ihm auch gerade darauf an, den Gewahrsam des Opfers zielgerichtet zu brechen und Tätereignen zu begründen. Denn nur so konnte er sein Ziel, den eigenen Durst zu stillen, erreichen.
Zur Vertuschung seiner Handlung wünscht er O beim Verlassen des Kiosks sogar noch einen schönen Abend. Merkt ihr, jetzt haben wir die Wegnahme also abgehandelt. Jetzt fehlt noch die objektive Rechtswidrigkeit der Zueignungsabsicht. Da er sich der Tatsache bewusst ist, kein Geld dabei zu haben, kam es ihm auch gerade darauf an, die Dose mitzunehmen, obwohl er keinen fälligen und einredefreien Rechtsanspruch darauf hat. Nun kommt das Zwischenergebnis an dieser Stelle, somit liegt auch die volontative Komponente vor. Jetzt fehlt quasi noch der Abschluss hier für den DD1. Als letztes schreiben wir dann also hin, Toni handelte somit insgesamt mit Dolus Directus ersten Grades mit der Absicht. Das ist jetzt sozusagen der Abschluss von der Vorsatzprüfung und da wir jetzt alle Merkmale des subjektiven Tatbestands erfüllt haben, also die Zueignungsabsicht ist geprüft, die objektive Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und als letztes der Vorsatz, kommt jetzt noch ein Endergebnis, der subjektive Tatbestand ist damit ebenfalls erfüllt. Man könnte an der Stelle auch noch dazu schreiben, damit ist insgesamt der Tatbestand erfüllt. Wir haben ja den objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand erfüllt und beide zusammen ergeben den gesamten Tatbestand. Nun wechseln wir zu Römisch 2 der Rechtswidrigkeit und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, wir wollen von euch den dreigliedrigen Deliktsaufbau in einer Klausur sehen, also bitte schreibt jetzt Römisch 2 Rechtswidrigkeit auch dorthin. Ihr habt einiges in der Vorlesung gehört, zum Regelausnahmeprinzip vielleicht und Standardsätze gelernt. Bitte drückt jetzt kurz Pause und schreibt eure Standardsätze hier mal hin, denn die finden hier ja Anwendung im vorliegenden Sachverhalt. Man könnte es also so gliedern, zum Beispiel als Ansprechsatz, Toni müsste auch rechtswidrig gehandelt haben, dann kommt so etwas wie eine Definition, also ich habe es mal rot markiert, aber so eine richtige Definition ist es ja nicht. Aber gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB indiziert die Tatbestandsverwirklichung grundsätzlich die Rechtswidrigkeit. Jetzt merkt ihr, habt im Kopf überlegt, gibt es hier einen Rechtfertigungsgrund, das ist ja mit Regelausnahmeprinzip gemeint, wenn keine Ausnahme ersichtlich ist, dann greift die Regel, also wir schreiben einen Satz hin, im vorliegenden Sachverhalt sind keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich. Solltet ihr natürlich welche feststellen, müsstet ihr darauf eingehen, dann kommt ein Endergebnis, Toni handelte demnach rechtswidrig und das würde hier schon genügen. Nun schreibt bitte jeder von euch Römisch 3 die Schuld hin. Bitte drückt kurz Pause und formuliert mal etwas, was ihr hier in der Schuld niederschreiben würdet. Wir haben es mal so gemacht, also Toni müsste auch schuldhaft gehandelt haben, eine Definition haben wir ja hier nicht, wird auch nicht von euch erwartet. Jetzt kommt die Subsumption. Dem Sachverhalt sind keine Hinweise zu entnehmen, die gegen die Schuldfähigkeit oder das Unrechtsbewusstsein von Toni sprechen. Das ist ja so ein Standardsatz. Jetzt könnte man hier noch ergänzen, ich habe es mal in Klammern gesetzt, in der polizeilichen Praxis gilt zu berücksichtigen, dass Täter, die abendlich in einem Kiosk Getränke entwenden, häufig Alkohol konsumiert haben. Insofern sollte eine mögliche Alkoholisierung von Toni überprüft werden. Das wäre so ein Satz, den würde niemand von euch erwarten, weil der Sachverhalt dazu ja gar nichts hergibt. Aber wenn ihr das zum Beispiel reinschreibt, zeigt ihr ja auch polizeiliches Verständnis. Ne? Denn in so einer Situation würde man sicherlich draußen, wenn der Täter festgestellt wird, auch die Alkoholisierung überprüfen. Jetzt kommt wieder der nächste Standardsatz. Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich. Jetzt kommt das Ergebnis. Toni handelte demnach schuldhaft. Ja, manchmal muss man ja auch unter Römisch 4 etwas schreiben und in diesem Fall muss man tatsächlich auch etwas schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon besprochen habt, den Paragraphen 248a StGB, aber bei jedem Diebstahl, den ihr in einer Prüfung hier zu prüfen habt, müsst ihr immer bei Römisch 4 kurz überlegen, könnte es sich um eine geringwertige Sache im Sinne von 248a StGB handeln. Und wir erwarten an dieser Stelle auch, dass ihr das natürlich erkennt, wenn wir euch einen Preis reinschreiben, aber wir erwarten auch, weil das in der Praxis eben ja auch so wäre, dass ihr euch Gedanken macht, naja, wie viel würde das denn kosten? Und es geht ja hier um eine Cola-Dose und da kann man durchaus davon ausgehen, dass die unterhalb der Geringwertigkeitsschwelle liegt. Also solltet ihr den 248a noch nicht besprochen haben, dann könnt ihr euch jetzt einfach das mal angucken, was man da schreiben würde. Ansonsten würde ich euch auch jetzt bitten, kurz Pause zu drücken und einfach mal die Ausführung zum 248a hier niederzuschreiben. Also das hier wäre so eine Formulierung, die wir euch mal vorschlagen wollen. Im vorliegenden Fall ist der Ansprechsatz, könnte § 248a StGB Anwendung finden, da es sich bei einer Cola-Dose um eine geringwertige Sache handeln könnte. Jetzt kommt so etwas wie die Definition. Ihr habt ja vielleicht schon gelernt, ab wie viel Euro ist denn eine Sache geringwertig? Denn die Geringwertigkeit einer Sache ist ja umstritten
Unter 25 Euro liegt diese definitiv vor, während Beträge zwischen 25 und 48 Euro strittig sind. Gibt ja auch Urteile, die bis 50 Euro gehen, aber wir sind uns alle einig, unter 25 Euro liegt die Geringwertigkeit definitiv vor. Jetzt kommt die Subsumption, die ist hier relativ kurz. Dem Sachverhalt ist der exakte wirtschaftliche Wert der Dose nicht zu entnehmen, allerdings kosten diese regelmäßig nicht mehr als 1 oder 2 Euro. Und jetzt kommt so etwas wie das Endergebnis. Es ist schwierig, das jetzt hier noch in Endergebnis, Subsumption und so weiter einzuteilen. Ihr sollt ja ganz kurz noch erläutern, was passiert denn dann? Also demnach ist von einer geringwertigen Sache auszugehen, weshalb es sich vorliegend gemäß § 248a StGB um ein relatives Strafantragsdelikt handelt. Wenn ihr dazu noch eine Frage habt, wir haben auch ein Video zu den Unterscheidungen zwischen Offizialklage, Delikten, relativen und absoluten Strafantragsdelikten. Also kurze Erläuterung dazu. Das bedeutet, dass die Tat grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt wird, es sei denn, es besteht besonderes öffentliches Interesse. Man könnte noch hinzufügen, würde mir gut gefallen, wer strafantragsberechtigt ist, das ist ja vorliegend der O, das ergibt sich aus § 77.1 StGB und die Antragsfristen selbst richten sich nach 77b StGB, also 3 Monate und die 3-Monatsfrist beginnt ja, wenn Tat und Täter bekannt sind. Also das ist auch nochmal wichtig, werdet ihr in Modul 2 auch nochmal vertiefen. Tat und Täter müssen bekannt sein und erst dann beginnt die Frist hier zu laufen. Jetzt fehlt in dem Gutachten nur noch das Endergebnis. Bitte drückt kurz Pause und formuliert es mal aus. Man könnte also schreiben, Toni hat sich eines Diebstahls geringwertiger Sachen gemäß der Paragraphen 242.1, 248a StGB strafbar gemacht, indem er die Cola-Dose in die Jackentasche steckt und zu einem späteren Zeitpunkt austrinkt. Ihr merkt also, hier wird einfach der Obersatz umformuliert. Wir verwenden statt Konjunktiv den Indikativ und da wir jetzt noch den 248a haben, wird auch der in die Paragraphenkette noch eingereiht. Da jetzt nochmal ganz allgemein, wie ist ein Endergebnis zu formulieren? Wenn ihr es mal mit dem Einleitungssatz, mit dem Obersatz vergleicht, dann merkt ihr also, der wesentliche Unterschied ist der Indikativ, also aus könnte wird eine hat sich strafbar gemacht. Dann auch hier natürlich wieder die Bezeichnung des Delikts, hat sich jetzt hier ein bisschen geändert, weil ja jetzt noch die Geringwertigkeit der Sache dazukommt. Das gleiche gilt für die Paragraphen, auch die sind noch hinzugekommen, der 248a. Dann wieder die Formulierung, bitte strafbar gemacht und zuletzt eben noch diese kurze Erläuterung der Handlung, die der Täter hier begangen hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass euch dieses Tutorial gefallen hat, dass euch auch was gebracht hat. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit natürlich an uns wenden.